Gesagt von dem Gericht in Innsbruck noch etwas angeschlagen von der gestrigen Gemeinderatssitzung. Die hat immerhin 12 Stunden gedauert, das ist richtig rund gegangen. Da waren ein paar Themen, die möchte ich jetzt berichten. Zum einen ist also praktisch das Haus der Musik, der Rechnungshofbericht, da thematisiert worden. Der war ja schonungslos. Was da alles zutage gekommen ist, ist ja unglaublich. Ich würde sagen, das ist fast Batschakofel 2. Da hat es vorne und hinten nicht hingehauen. Ob das die Bauaufsicht war oder andere Sachen. Da haben gewisse Firmen das 3-, 4- und 5-fache von dem verlangt, was eigentlich ausgemacht gewesen ist. Keiner hat sich gekümmert, ist alles bezahlt worden. Und dann war nachher noch etwas ganz was Eigenes. Also von der Barrierefreiheit, die nicht gegeben war, braucht man gar nicht reden. Nein, es hat auch vom Brandschutz vorne und hinten nicht hingehauen. Da hat praktisch eine Kommission festgestellt, das hat gar nicht eröffnet werden können, das Haus der Musik, weil die Fluchtwege viel zu lang waren. Auf das habe ich den Bürgermeister angesprochen und er hat gesagt, bei uns in Innsbruck ist das anders, weil die Innsbrucker seien so fit, die schaffen auch längere Fluchtwege. Absolut unmöglich, da gibt es Gesetze und Normen, an denen man sich zu halten hat. Als dass man sowas als Stadtoberhaupt sagt, ist mir ein Rätsel. Okay, was ist noch gewesen? Wir haben also gefordert gehabt, dass praktisch dieser Gastrogutschein, so wie er in Wien und in Graz schon eingeführt wurde, auch für Innsbruck eingeführt wird, dass die Wirtschaft ein bisschen belebt wird. Stellt euch vor, was meint, wer es abgelehnt hat. Die Wirtschaftsfraktion von Schwarz und Gelb, die wollen das scheinbar doch nicht haben. Obwohl der Finanzrechter kurz davor gesagt hat, wir müssen die Wirtschaft ein bisschen ankurbeln wieder. Okay, wir haben dann eine Baumschutzverordnung gefordert, dass in Innsbruck die Bäume geschützt werden und einmal festgestellt wird, darf der überhaupt umgeschnitten werden, aufgrund der vielen Baumfällaktionen der grünen Baumfäller. Und stellt euch jetzt vor, dieser Antrag war fast wortgleich mit dem, was die Grünen vor ein paar Jahren im Gemeinderat gestellt haben. Damals ist es abgelehnt worden. Und die Grünen haben die Baumschutzverordnung in Innsbruck abgelehnt. Die haben gesagt, wir brauchen keine geschützten Bäume. Wir schneiden alles nieder. Das ist die Grünpolitik. Sehr, sehr traurig, aber leider Gottes muss man mit dem leben. Was war zum Schluss noch zu sagen? Ja, was die Parkplätze anbelangt, beziehungsweise die Kurzparkzone, das ist im Stadtsenat. Endlich einmal, die Bürgerlichen sind zusammengestanden und haben im Stadtsenat gesagt, Samstag zukünftig Gebühren frei, aber das nur bis Ende des Jahres. Das muss aber erst noch verordnet werden. Wir hoffen, dass die Verordnung bald in Kraft tritt. Nicht, dass das so lange dauert, dass inzwischen schon wieder das, was sie beschlossen haben, vom Datum her nicht mehr hinhaut. Also alles im Allen, nicht gerade besonders erfreulich alles zusammen. Wir bleiben für euch weiter am Ball und wir werden euch vor allem über Sachen und Dinge informieren, die ihr vielleicht in der Presse nicht lesen könnt und die im Radio auch nicht erfragst. Bei uns, da fragst du sie, macht es gut, schönes Wochenende. Servus Innsbruck, Servus Tirol.